Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Richtig Final Fantasy 15. Wir sind bei der Imperial Präsenz in Kelligien, wie man das ansprechen mag. So, und ja. Hier wäre nicht schlecht. Mal jetzt erstmal ein Foto. Absteigen, komm. Bis bald, Kleiner. Foto dann. Mache gute Foto. Natürlich werden wir erstmal angegriffen, ist eine klare Sache. Wäre ja schade, wenn nicht, oder? Mit diesen Nervensägen hier wird das nichts. Ist das lästig. Bam, 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 bam. Da sind wir schon die ersten Platz. Super Drang. Ja, das lohnt sich ja gar nicht mehr. Süß. So, kann man jetzt bitte das Foto machen? Weiter geht's. Ja. Foto. Fotozeit. Okay, weiter geht's. Fotozeit. Sehr schön. So, zurück zum Regalia. Oh, noch die letzte Platte, also das letzte Foto, und dann können wir die Fotos abgeben und dann machen wir weiter mit Klachs Schiff. Oh, sagt er doch. So, schauen wir mal, ob wir da irgendwie hinkommen. Zügig, warte mal. Nehmen wir mal einen Borke, das war ja da hinten, das haben wir jetzt erstmal nicht. Wo ist es denn? Da. Ach, das ist da drüben, bei der, auf unserer, unserem ersten Gebiet. Aha. Da haben wir hier den Nord-Dos-Kane-Blockade. Schauen wir mal. So weit darüber, kann er da so weit rüberfahren? Das ist es nicht. Das ist es. So. War gerade etwas verwirrt, weil da irgendwie die Position ein bisschen komisch war. Es steht zwar, dass der Parkplatz bei Das Kane wäre, aber wenn ich dann in das Menü bei Schnellreise auf Parkplatz gehe, dann ist plötzlich das nicht mal in Das Kane, sondern in Leide. So ist das erste Gebiet. Bisschen verwirrend, aber ich verstehe warum. Naja, auf jeden Fall sind wir gleich da. Und dann machen wir das schöne Foto. Dann fahren wir nach Lastellum. Oder wie? Lastellum? Ja. Und dann gehen wir diese Quest ab und dann machen wir klar Schiff. Bin schon gespannt, was uns das erwartet. So. Da wären wir also. So, mal gucken, ist das noch weit? Aufgaben. Da. Was ist da hinten? Oh, guck mal. Hol mal, mach mal das Wort da, Schokopo. Mal da, Schokopo. Miep, miep. Wo bist du denn? Los, da ist er. So, auf geht's. Querfeld ein. Tempo. Schau mal, wie schnell der inzwischen ist. Voll krass. Puh, so ein Porsche im Gelände, ey. Danke. So. Mach hier ein Foto.
kommen wahrscheinlich erstmal wieder Gegner, die uns auf die Fresse hauen wollen, es aber nicht zu gebacken kriegen. Deswegen machen wir das dann. Pronto, das Foto muss warten. Hier räume ich auf. Ba 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 ba. Au. Bin ich schon, aua. Das ist immer diese Attacke, die macht zu viel Leben ab. Aber mit den Gegnern reicht eigentlich das normale Schwert. Dann hätten wir auch nicht so viele Probleme. Naja. So, mach's Foto, dann müssen wir fertig werden. Katsching, mach ein Foto. So, okay. Karte, zurück zum Regalia und dann ab nach Lostellum, Altessum, Altessa. Altessa? Altessum? Lostellum? Keine Ahnung. So, wollen wir jetzt fahren? Aufgabenziel. Warte. Hier, nee. Wo ist es denn? Da. Wie heißt der? Lestalum. Lestalum war's, genau. So, das, meine lieben Freunde, müsste jetzt richtig geil viel EP und Geld geben. Weil das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob das die letzte Questreihe sein wird mit diesen Bildern. Ich hoffe es ja irgendwie. Ich habe keine Lust mehr, da die ganze Zeit irgendwelche Bilder für den machen zu müssen. Aber ich habe irgendwie die Befürchtung, dass es nicht so sein wird. Wahrscheinlich gibt es nochmal eine Steigerungsform. Oder es ist das letzte... Und wir gehen jetzt dann zurück, gehen dann ins nächste Gebiet und plötzlich ist er auch da. Ah, Servo ist ja lange nicht gesehen. Ja, ich bin zufällig auch hier und mache hier auch Fotos. Das könnte auch sein. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Na gut. So. Ist das wieder heiß hier? Und zieh halt das Hemd aus. Ich bin doch nicht du. Genierst dich wohl, was? Weil du so ein Hänfling bist. Quatsch. Ich will nur nicht mit meinen Muskeln angeben. Mhm. Ah ja. Da seid ihr ja. Ja. Ein Glück ist euch nichts passiert. Nein. Ja, das Foto haben wir auch. Mehrere haben wir. Nicht nur eins. Wir haben ganz viele Fotos. Die sind sogar echt gut. Wurdet ihr etwa angegriffen? Sie hatten keine Chance. Die vier Muskeltiere, was? Ich bin mittlerweile ein großer Fan von euch geworden. Mein Konzern kämpft jetzt auch gegen das Imperium. Wir Könige holen uns Luzis zurück von ihnen, nicht wahr? Ja. Danke. Hier, das ist meine letzte Spende für euren Feldzug. Ha. Ich hoffe inständig, dass ihr weit damit kommt. Gebt nicht auf. Jetzt bin ich gespannt. Und? 4000, das ist ja gar nichts. Aber 15.000 Gil gibt's, glaube ich. 20, okay, cool. Er hat nur eine Aufgabe, das gibt's ja nicht. Prinz Noctis, ich spare mir einfach mal die langen Vorreden und komme gleich zum Punkt. Foto? Schon mal was von Geisterfotos gehört. Schreibst du jetzt schon Esoterisches? Nein, nein, sowas doch nicht. Es ist was ganz Seriöses. Das berühmte Gemälde Lakshmi, der akkordische Nationalschatz, soll von einem bösen Geist besessen sein. Einem Geist? Unglaublich, nicht wahr? Aber ich wittere eine brandheiße Sensation hinter diesem Gerücht. Sollten du und deine Freunde nach Altissia gehen, dann versuch doch bitte ein Foto vom Geist für mich zu machen, ja? Das ist jetzt auch schon ein bisschen komisch. Hat er nicht gesagt, die letzte Spende? Was ist jetzt los? Kann er sich nicht entscheiden. Wo soll das denn sein? Zeig mal her. Hm? Ah, auf einer anderen Karte. Okay. Okay, ja gut. Wenn wir da dann eh irgendwann sind, aber guck mal, 25.000 Geld, jawohl. So, na gut. Aufgabe, nee, Karte. Zurück zum Regal. Ja, das können wir hochlaufen. Was soll das? Ich werde mit der Verwaltung dort reden. Ihr solltet freien Zugang zum Kellergeschoss bekommen. So. Okay. Automatisches Fahren. Aufgabenziel.
Gehen wir nochmal durch. Das lassen wir weg, das ist Level 50. Ah, lustig, dass mir. Achso, das ist ja bei dem Typen, genau. Metzgerträume, ja. Das interessiert mich eigentlich jetzt nicht so sehr. Zwischen Baum und Bock, ja. Was war das? Ach, das war das Angeln, ja. Und die Jagdquests, ja. Also, wir sind eigentlich guter Dinge, ne? Wir haben echt viel gemacht, aber ich will auch die Story einfach weiter wissen, ne? Die ist ja auch so geil, so cool. Und es wäre eine Schande, jetzt die ganze Zeit uns wieder mit irgendwelchen komischen Belanglosen zu beschäftigen. Wir sind immerhin der Prinz Noctis. Und der hat ein Ziel. Wir sind da. Gut. So. Na ja, mal da hoch. Mache, wollte ich schon sagen, mache ein schönes Foto. Ist schon wieder dunkel, toll. Oh, da liegt was. Was soll man denn? Winzige Feder. Toll! Wow, very nice! Schön, dass das gutes Essen ist. So, okay. Mein Opa hat sich nie geirrt. Es muss Mithril dort leben. Ganz sicher. Aha. Der See, von dem Talcott gesprochen hat, muss der Vesperspiegel sein. Mhm. Ich habe Monika darum gebeten, sich dort umzusehen. Ja. Sie meint, dass der Weg dorthin vom Imperium abgesperrt wurde. Bereitet euch also gut vor, bevor ihr fahrt. Iris, ja, ja, ja. Lass uns bitte kurz allein. Was? Oh, dann warte ich drinnen auf euch. Jungs, ihr findet das Mithril doch auch ohne mich, habe ich recht? Wie jetzt? Ich würde mich gerne etwas abseilen. Kein Problem. Wir könnten dich eh nicht aufhalten. Du kennst mich einfach viel zu gut. Also, bis dann. Was hat er denn vor? Also, er will sich... Will einen abseilen? Also, was ablegen? Oder er will... Hä, was hat er denn vor? Was verschreckt er uns? Will er uns etwa nicht sagen, dass er eine heimliche Freundin hat? Also, das geht ja mal gar nicht. Nee, was ist denn da los? Bin ja mal gespannt. Komisch. Kapitel 7! Drei sind einer zu wenig. Das Boot von König Regis ist schwer beschädigt. Anhalts, wenn die Noctis und seine Gefährten haben, begibt sich die Gruppe zu einer Ruine in der imperialen Besatzungsgebiet. Aber das verstehe ich nicht. Warum ist er denn jetzt rausgegangen? Warum will er nicht bei uns sein? Oh, zum Lenden. Na gut, einige Tage später. What? Der Wasserfall muss irgendwo hier in der Nähe sein. Talcott meinte, dass er nördlich von hier sei. Das Imperium ist sicher schon dort. Wir müssen vorsichtig sein. Wasserfall? Ist aber nicht da, wo wir schon mal waren, oder? Oh. Moment mal. Ich denke, das Imperium hat das Gebiet hier abgeriegelt. Sieht nicht doch. Warte mal, wo? Ach was!
Cool. Was wollten Sie uns aufhalten? Ich fürchte, wir werden bereits von jemandem erwartet. Ich ahne auch schon von wem. Langsam habe ich genug von ihm. Geil. Kanzler Isunia. Ich werde mich nicht beschweren, wenn er uns reinlässt. Wer weiß, ob er uns auch wieder rauslässt. Außerdem sind wir nur zu dritt. Ich wünschte, General Kor wäre bei uns. Wo ist er überhaupt? Was er wohl gerade macht? Im Gegenzug für ihre Hilfe beim Aufspüren der Königsgräber erledigt er ein paar gefährliche Monster für die Mildatio-Jäger. Wie immer nicht zu stoppen, was? Da bin ja mal gespannt. Hier waren wir noch nicht. Geil, da kann man hier einiges fertig machen. So, ich frage mich immer noch, warum Gladius raus ist. So, warte mal. Oh, Entschuldigung! Einmal kurz hier stehen. Will mal kurz gucken. Was haben wir denn hier? Ey, die Taste. Ach, geht gar nicht. Achso, na gut. Ich will eigentlich gucken, was für Missionen wir hier haben. Genau, hier haben wir doch. Genau, wir haben hier die Kühnheit auf drei Rädern. Da kann man den Turbo holen. Erst die Arbeit, da kann man den Stein holen. Und hier Glühwürmchen. Das ist ja mega geil. Der automatische Fahrmodus wird aktiviert. Das ist ja super. Endlich genug Platz hier hinten. Gladio braucht die halbe Bank, was? Das nehmen wir auch. Aber was ist mit dem los? Warum ist der nicht mehr da? Das verstehe ich nicht. Oh, hier würde ich gern ein Foto machen. Oh, klar. Klar, nur zu. Okay. Lassen wir das Auto hier stehen. So, würde ich auch sagen. Wenn wir unsere Chokis noch. Ja. Welche Taste von den ganzen muss ich drücken? So. Komm her, Pfiffi. Also dann? Ja, kratz mir nicht den Lack, du Vogel. So, okay. Wir haben... Nur mal gucken. Also wir haben hier ganz viele Aufgaben, ja. Also wirklich ganz viele. Wir haben jetzt hier das Foto, okay. Dann, das ist uninteressant. Hier Glühwürmchenjäger, das ist beides da hinten. Das würde ich eigentlich beides voll gerne machen. Oder sollen wir erst das Foto machen? Na, die Quest wird ja nicht abhauen. Genau. Genau, dann fangen wir da die Glühwürmchen. Und dann haben wir ja hier noch den Stein, den wir sammeln sollen. Ja, mega geil. Wenn er. Das muss er sein. Okay, dann schnell zurück zu Sydney in die Werkstatt. Ist wirklich lieb von Sydney, dass sie extra für uns immer auf der Suche nach nützlichen Informationen ist. Sie hilft uns, wo sie nur kann. Wir können ihr gar nicht genug danken. Der geht's doch nur um den Regalia. Haben wir jetzt das Turbo-Ding schon, oder was? Irgendwie habe ich das jetzt voll verpasst. Wir waren ja nur kurz da und plötzlich hatten wir es angeblich. Ah, ich glaube, dass wir da irgendwas hätten sammeln müssen. Aber da kommen wir gleich dazu. Jetzt machen wir erstmal hier hinten die Ecke. Mit dem Glühwürmchen und so. So. Wo soll dieser Glühwürmchen sein? Das sieht doch nach einem Eingang aus. Ich wüsste, von wem sie ist. Manche Dinge erfährt man besser nie. Vielen Dank, oh, mein kleiner Chocobo. Oh, oh. Okay. Wo sind denn jetzt die Glühwürmer? Ach, da hinten drin. Okay, also wir müssen auf jeden Fall in den Dungeon. In den Dungeon finden wir den Stein und... Dann mal los. Ja. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich höre... Vogel. Nicht hier. Ich kann mir vorstellen, dass wir in diesem Gestrüpp etwas Wertvolles aufführen.
Ich habe nicht mal gesehen, was das ist, und es war schon tot. Das war's schon. Voll einfach. So, okay, gehen wir mal hier weiter. Das ist ja wirklich ein Wirrwarr hier. Es scheint noch viel tiefer reinzugehen. Sehr gut. Viecher, ja, das so stinkt normalerweise. Hier kann man sich leicht verlaufen. Ich bin überwältigt. So bin ich halt. Da 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 da. Okay, weiter geht's. Du bist hier alles dran. Was soll ich denn machen? Also dann. Ah! Komm, die Sekunde! Lächeln! Mach dir um mich keine Sorgen. Gut, wenn du meinst. Boah, das sieht ja cool aus hier. Ah, guckt mal, Leute, ein Zeltplatz. Da sind Runen! Sollen wir rasten? Könnten wir tatsächlich tun. Wir sind da. Ab ins Bett. Ja. Ohne Gladius werden wir diese Nacht doch nicht überleben. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen und wenn das davon lasst, lasst dann lassen. Bis zur nächsten Folge. Bis dann.